Hallöchen zusammen und willkommen im Part 27 von dem Let's Play Murdered Soul Suspect. So, wir sind hier auf der Hochzeit gelandet, das war Stand der Dinge im letzten Part. Uns fehlt noch ein Hinweis, den seht ihr dort unten. Sie haben einfach aufgehört zu reden. Wir müssen von ihr Besitz ergreifen und sie beeinflussen. Und da hatten wir beim letzten Mal schon überlegt, was würde sie an die Gründe für den Mord an ihnen denken lassen. Und da hatte ich gesagt, Iris flüchtet. Und das ist richtig. Das Mädchen ist weggelaufen. Auf sie hat er es abgesehen, nicht auf uns. Massaker, neuer Hinweis. Die Zeugin sagt, der Mörder war eindeutig hinter Iris her und tötet jene, die ihnen in die Quere kamen. Jetzt können wir die Ermittlung abschließen oder versuchen es. Okay, alle zusammen, lasst uns das Bild machen. Wir müssen jetzt zum Empfang. Kommt alle her! Hey, coole Hochzeit. Ist schon gut, ist schon gut. Alles in Ordnung. Lass mich los! Lass mich los! Er ist hier! Hören Sie, Sie sollen verschwinden. Ich hab ihn! Das waren keine normalen Glockenmorde. Diese Leute waren bloß im Weg. Er hatte es auf Iris abgesehen. Ob es in Joyce Zimmer noch mehr Beweise gibt? Zufällige Opfer. Dieses Massaker war nicht Teil seines Plans. Sie waren bloß im Weg, also hatte der Glockenmörder sie getötet. Genau wie mich. Super, auch in Gold? Ganz dufte. Ja, und jetzt kommen wir nämlich Iris Zimmer, weil hier über die Treppe können wir höher, was wir vorher ja nur mit der Katze konnten. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns hier mal um. Aha. Tür offen. Ach du Scheiße, jetzt ist der Vater auch noch im Arsch. Jo. Da waren noch Katzenabdrücke neben. Wie soll ich ihr das mit dir noch beibringen? Warum war der Mörder hier? Die verschreckte Katze? 5 Hinweise müssen wir finden. Etwas hat die Katze erschreckt. Joyce Foto von ihr und ihrer Mutter durch den Fall zerbrochen. Da gucken wir später. Aber hier scheint es nichts zu geben. Tja. Da müssen wir den wohl nehmen. Ich guck mal eben Antwort. Also es fehlen noch 5 Details. Also muss hier noch irgendwas im Schreibtisch oder irgendwo muss hier noch was sein. Ich würde sagen starrend.
Ja, verstecken tut er sich nicht. Der Mörder wurde unterbrochen. Den Spuren nachzuurteilen, muss die Katze noch in der Nähe sein. Ja, die haben wir ja gerade gefunden. Der Mörder wurde vom Priester auf dem Dachboden entdeckt und ließ fallen, was er in der Hand hielt. Also das Foto. Alles bis jetzt ganz schlüssig. Stopp. Ja, die Wunde, ne? Ja, das Genick. Was haben wir bei den anderen Sachen? Das Messgewand. Ich würde sagen, die Wunde. Jo. Iris hat das gesehen. Ach, deswegen ist sie vor ihm geflüchtet. Er starb, als er versuchte, Iris zu beschützen. Zu der Hochzeit runter, ein Stockwerk tiefer. Ich glaube kaum, dass es Joy deshalb weniger wehtut. Verdammt. Er starb, um Iris zu beschützen, sein letztes Opfer. Jetzt haben wir alle Sachen zusammen. Das heißt, drei Dinge. Da kommt es bestimmt wieder auf die Reihenfolge an. Das hat er sich dann angeguckt. Jawohl, ist alles richtig. Sie mag vielleicht nicht die ideale Mitbewohnerin sein. Und sie hat Ecken und Kanten. Aber das Zimmer wird dir gefallen. Und ihr werdet gut miteinander auskommen. Keine Sorge, ich komme mit fast jedem aus. Ausgezeichnet. Das ist das Zimmer. Da wären wir. Pate, was ist los? Hey! Geh! Der Mörder war wegen Joy hier und hat stattdessen Iris erledigt. Das hier ist eine Sackgasse. Fuck. Das heißt, wir müssen weiter. Und wo ist Baxter? Wenn er nicht hier ist... Da ist die Katze. ...schuldet er uns eine Erklärung. Was ist mit dir? Hast du was gesehen? Hm? So, den Tatort haben wir untersucht. Ursprüngliches Ziel war Joy, aber er tötete Iris. Haben wir verstanden, haben dort auch in Gold. Oh, die Katze ist zweimal da. Einmal da und einmal da. Traumhaft. Aber ich denke mal, wir müssen nämlich jetzt mit der Katze hier irgendwo hin. Oder irgendwo lang. Wo ist sie hin? Wo ist denn die Katze hin? Ach, da oben. Ruhig, Kätzchen. Ganz ruhig. Ich bin's, dein alter Kumpel Ronan. Der Mörder hat was in den Luftschacht fallen lassen. Vielleicht kann mir die Katze helfen, da ranzukommen. Ich wollte nämlich auch sagen, der Mörder hat etwas in den Lüftungsschacht fallen lassen. Aber weil hier sind alle Fenster zu. Wir hätten also mit der Katze gar nicht rausgekonnt, außer über diesen Schacht hier. Also, zur Katze mutieren. Hier ist alles fertig. Miau mal eine Runde.
und gehen in den Lüftungsschacht. Danke für die Hilfe. Die gibt Vollgas. Ah, ein neuer Ort. Ich kenne dieses Haus. Wo habe ich dieses Haus schon mal gesehen? Da, das Haus des Urteils. Das war in dem Restaurationsbüro. Eins der Gemälde. Cool. Was ist es? Das Versteck des Mörders. Ich muss zum Haus des Urteils. Da finden wir bestimmt auch Baxter. Das historische Haus des Urteils aus dem Gemälde im Museum scheint das Versteck des Mörders zu sein. Ja, haben wir die Kirche abgeschlossen, müssen also wieder nach unten. Untersuche das Versteck des Glockenmörders. Vielleicht befindet sich der Glockenmörder gerade im alten Haus des Urteils. Was ist hier los? Ein Stockwerk tiefer sind Dämonen. Wird hier aber immer enger. Jo, hat gut geklappt. Seine Gedanken bringen uns auch nicht weiter. Aber ich denke mal, jetzt haben wir hier alles abgehakt. Gut, dass ich das noch wusste vom letzten Part, dass dort die... Jetzt gehen wir mit dem Polizist, dass dort die Geister da noch, die Geisterrückstände waren. In der Kirche sind keine. Cool. Würde ich sagen, ist die Kirche abgehandelt. Achso, wir könnten noch mal mit ihr da hinten reden. Einfach mal so, um zu gucken, ob sie noch was zu sagen hat. Ach, sie ist weg. Okay. Verlassen wir also die Kirche und gehen zum Haus des Urteils. Wieder der klassische Frame-Einbruch beim Ortswechsel. Ach ja, Joy wurde ja geschnappt und die sitzt da schön locker im Polizeiauto. Mach dein Geisterkram und hol mich hier raus. Mach schon. Vertrau mir. Du bist hier besser aufgehoben.
Sicher. Okay. Was ist passiert? Er hat nicht gelitten. Du lügst. Er starb, um Unschuldige zu beschützen. Mehr brauchst du nicht zu wissen. Er ist meinetwegen gestorben. Hey. Auf Unzurechnungsfähigkeit plädieren hilft bei unerlaubtem Betreten und Flucht nicht. Also spar dir die Verrücktheiten, klar? Mann, Rex, mach mal halblang. Was sagst du zu deiner Verteidigung? Nicht? Dachte ich mir. Wir überlegen uns auf dem Revier, was wir mit dir machen. Warum passiert mir das schon wieder? Joy, sag ihm, was wir entdeckt haben. Sie müssen alles wissen. Du musst ihn irgendwie überzeugen. Wo gehst du hin? Der Mörder hat einen Hinweis auf das alte Herrenhaus, das wir im Museum sahen, zurückgelassen. Erzähl Rex auch davon. Das ist vermutlich das Versteck des Mörders. Okay, ich versuch's. Unsere Partnerin widerwillen. Entschuldigung. Oh, falsche Taste. Rex nimmt Joy in Haft. Ich weiß, es ist hart, deine Freiheit zu verlieren, aber immer noch besser, als dein Leben zu verlieren. Die ist jetzt sicher. Ja, also sieht alles traumhaft aus hier mit unseren Goldmedaillen. Also ich finde das eigentlich ganz prickelnd, weil bis jetzt nur 5 Hinweise und die haben wir eigentlich das... Das haben wir hier nicht selbst verschuldet, sondern das ist irgendwie ein Bug im Spiel. Jetzt gucken wir uns mal um, ob hier noch irgendwie Dämonen sind. Ach so, bevor ich jetzt da den riesen Zirkus mache, will ich nochmal eben schnell zu der Frau hier gucken gehen. Vielleicht können wir ja jetzt was enthüllen. Aber es geht nicht. Leider, leider. Und wir müssen zum Haus des Urteils. Wir können dann... Aber diese Antwort ist halt nicht freigeschaltet. Und ihr seht ja, die 2 haben wir schon. Und das hier ist das 3. Weil das hatte ich mal ausprobiert offline. Aber die beiden Antworten gehen hier nicht. Also wird dieses Ding immer ein Rätsel bleiben. Leider, leider. Aber ich würde sagen, wir machen hier einen Cut, weil die Spielzeit ist um. Wir sehen uns dann wieder im nächsten Part von Let's Play Murdered Soul Suspect. Ich bedanke mich fürs Zuschauen wie immer. So long, euer Agent Peanut.